Das, meine Damen und Herren, ist nicht etwa eine neue Tauchglocke für Professor Picard. Auch kein neues Raumschiff. Nein, es ist eine Kugel zum Wohnen. Sie ist wie jede Kugel sehr stabil und bietet, wie jede Kugel, im Verhältnis zum Umfang den größten Raum. Auf einer Kreisfläche von 4,50 Meter im Durchmesser eine komplette kleine Wohnung. Dieses Kugelhaus hier aus Leichtmetall kostet etwa 14.000 bis 15.000 Mark, komplett eingerichtet. Die halbrunde Bank dort rechts ist sehr weich gepolstert und sehr leicht in ein Bett zu verwandeln. Auch auf das morgendliche Bad braucht der Kugelhausherr oder die Kugelhausfrau nicht zu verzichten. Die Kugelküche ist zwar sehr klein, aber wenn man nicht selbst eine Kugel ist, kann man sich doch recht gut darin bewegen. Natürlich fehlt auch der Kühlschrank nicht. Kugelhäuser waren ursprünglich für belgische Arbeiter in unwegsamen Gebieten von Kongo entwickelt worden. Aber inzwischen braucht man sie ja nun nicht mehr. Doch als Wochenendhaus ist eine solche Kugel noch immer recht aktuell. Mit dem Hubschrauber lässt sich das Kugelhaus ebenso leicht transportieren wie auf der Straße. Nicht nur aus Leichtmetall werden diese Häuser hergestellt, sondern auch aus Beton, hier eins gerade bei der Fertigung. Größe genauso wie das Leichtmetallhaus. Und hier ein Haus aus Kunststoff, wie es zurzeit auf der deutsch-französischen Gartenschau in Saarbrücken gezeigt wird. Obwohl von einer anderen Firma hergestellt, ähnelt das Kunststoffhaus den Leichtmetallkugeln verblüffend. Dieses Haus aus Kunststoff, komplett eingerichtet, kostet etwa 8.000 bis 8.500 Mark. Das Kugelhaus wiegt ohne seine Einrichtung ganze 250 Kilogramm. Es ist im Sommer, genauso wie im Winter, bewohnbar. Auch Keller und Speicher sind vorhanden für die Aufnahme von Vorräten, von Wasser- oder Heizöltanks und so weiter. Die Landschaftsschützer sind zwar nicht selten schockiert, wenn einer mit einem kugeligen Wochenendhausplan herausrückt, aber ich meine, wenn man das hier so sieht, man kann sich auch an solch einen Anblick gewöhnen. Finden Sie nicht?